Herzlich willkommen zu meiner 30. Episode. Das letzte Mal haben wir es nur bis zur 22. geschafft, bei meinem letzten Versuch eben die Long War-Kampagne zu spielen. Diesmal sind wir schon bei der 30, auch wenn wir einige Probleme haben, mit denen wir so gerade hadern. Vor allen Dingen eben unsere Luftkriegssituation. Die sieht einfach gar nicht gut aus. Wir haben zwar zwei Laser-Cannons und wir haben zwar sechs Abfangjäger, aber einer davon ist auch gerade erst neu gekauft gewesen, weil uns einer abgeschossen wurde. Und ja, unsere Satelliten sind schlecht. Wir können sie gerade nicht beschützen. Falls jetzt gleich nochmal UFOs um die Ecke kommen, werden wir wahrscheinlich auch noch den letzten Satelliten, den wir gerade oben haben, verlieren. Ich glaube, insgesamt wurden uns jetzt schon drei oder vier Stück abgeschossen. Um das mal so zu formulieren, das ist eine Katastrophe. Wir haben eine Terrormission in Mexiko gehabt, die eben nicht so prickelnd ausging. Ah ne, entschuldigt, das war gerade ein anderer Spielstand. Aber wir haben beschissene Paniklevels in unserem Heimatland und wenn wir hier einen Kontinent verlieren sollten, wäre das extrem hässlich. Also da müssen wir auch mal dringend was gegen tun. In den anderen Ländern sieht es noch einigermaßen okay aus, aber das scheint gerade leider der Kontinent sein, auf den sich die Aliens zu fokussieren. Zum Glück haben wir jetzt gerade eine Council-Mission, aber bevor wir die angehen, wollte ich euch nur noch mal ganz kurz zeigen, dass ich jetzt hier meine Soldaten wieder umbenannt habe. Nach klassischen Charakteren aus diversen Science-Fiction und ähnlichen Serien, also Star Trek oder Firefly oder Aliens oder noch mehr Star Trek oder Starship Troopers. Und dann haben wir hier auch noch meinen guten Freund Alexander Krämer, der sich freiwillig bei mir als Scout gemeldet hat, was ich ja schon relativ mutig finde. Ja, ich habe halt die Regel, dass nur Corporals und höher eben einen Namen bekommen. Der Rest muss erstmal mit seinem Geburtsnamen rumrennen und kann von mir dann vergessen werden, wenn er stirbt. Schauen wir nochmal ganz kurz in unser Memorial. Ja, das ist fürchterlich hier. Erin Ripley, die größte Alien-Killerin aller Zeiten oder diejenige, die es am besten geschafft hat, vor ihnen zu flüchten oder irgendwie zu überleben, ist in unserer Kampagne leider bereits verstorben. Wir werden sie in großen Ehren halten. Ihren 14 Kills hat sie einiges geleistet. So, aber springen wir jetzt mal in diese Mission rein, denn da bekommen wir einen weiteren XCOM-Helden. Ein UN-Official namens Van Dorn. Eine XCOM-Berühmtheit, will ich mal sagen. Vor allem kriegen wir auch verdammt gute Sachen. Und das Ganze findet in Mexiko statt. Deswegen ist diese Panic Reduction hier sehr, sehr wichtig für uns. Die Mission dürfen wir auf keinen Fall verhauen. Wir haben ja auch schon ein Squad zusammengestellt in der letzten Episode. Wir haben diesmal zwei Sniper dabei, Assault Infantry Scout Gunner Medic, also keine großen Überraschungen. Die zwei Sniper haben wir eben mitgenommen, weil wir die Map kennen. Falls ich jetzt gleich eine andere Map kriege, dann dürft ihr mich schlagen und ich werde es wahrscheinlich auch selber tun. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um diese Mission handelt. Es kommt auch vom Timing gut hin. Und in der Map können uns Sniper recht gut behilflich sein. Das heißt, ein bisschen voraussetzen tut es, dass wir nicht den Scheiß-Spawn kriegen. Aber auch da werden sie ganz nützlich auf einer langgezogenen Map sein. Also schauen wir uns mal an, welchen Spawn wir kriegen. Ja, es ist die Van Dorn Map. Wir müssen die VIP retten. General Van Dorn. Ja, da würde ich auch unbedingt landen wollen. Aber gut, man tut nicht. Man tut doch alles für so einen Kriegshelden. Jo, Van Dorn hockt hier unten vor so einem Jeep und hier ist so ein langsam abfallender Bereich mit viel halbem Cover, aber kaum ganzen. Hier oben hat man noch recht viel ganzes Cover und hier vorne und hier insbesondere und später dann eben auch noch von der Hinterseite dieser etwas heruntergesetzten Zone ist eben mit viel Widerstand zu rechnen. Dafür haben wir unsere Sniper mitgebracht. Zuerst einmal werden wir jetzt hier vorsichtig vorrücken und schauen, ob uns hier vorne schon irgendwas erwartet, mit dem wir umgehen müssen. Gucken wir mal zuerst mit unserem Scout, wie die Lage aussieht. Da ist sie. Sylvia. Die könnte jetzt hier gleich schon vorrennen zu dem Typen. Was sagt denn der Rest meines Squads? Wie weit kommt ihr alle so? Die sind alle nicht so schnell. Schaffen es eigentlich alle nur hinter dieses Auto hier. Das wäre schon ein relativ gewagter, mutiger Zug.
Vielleicht möchte ich erstmal den Rest des Squads in Position bringen, bevor ich so weit vorgehe. Die Sniper sollten. Er kann vielleicht die Position hier nehmen. Ja. Hier ist auf jeden Fall eine der besseren. Hier auch. Okay. Sniper Nummer 2 mit etwas schlechteren Waffe kriegt dann mal die hier. Dann haben wir noch unsere Infanterie, die brauchen auch noch eine gute Position. Unsere Shotgun kann vielleicht sich eher rechts rum auf den Weg machen. Haben wir noch unseren Heavy. Autos sind eben auch sehr trügerische Cover. Sollte man hier Schüsse abkriegen, die daneben gehen, landen die gerne mal auf den Autos und damit dann können sie eben die Autos entzünden, was dann bewirkt, dass sie in der nächsten Runde explodieren. Sollten die eins mit irgendwelchen Granaten schmeißen, haben wir auch echte Probleme. Hoffen wir mal, dass das erstmal nicht passiert. So. Weiter werden wir uns jetzt nicht vorbewegen, diese Runde. Wir könnten vielleicht noch den Shotgunner ein Stück bewegen, da wir jetzt hier auf der Höhe keinen Kontakt haben. Und der Rest wird entweder die Waffen vorbereiten oder in den Overwatch gehen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Aliens sich schon zeigen. Irgendwelche Hinweise wieder kriegen. Ein paar Thin Men, wie üblich für ganze Missionen. Ich glaube, ich habe auch ein paar Sektoiden gehört. Die Sniper können eigentlich bleiben, wo sie sind. Dann können wir mit den anderen hier vorne die Full-Cover-Position einnehmen. Fangen wir mal diesmal mit unserem Scout an. Fangen wir mal mit der Shotgun hier an. Klar, schaffen wir schon. Jetzt müssen wir aber mal den Squad gescheit positionieren. Also hier ist eine tolle Deckung. Auch das kann das Auto ja nicht in die Luft fliegen. Da werden wir mal unsere Infanterie parken. Und da haben wir den Kontakt. Drei Thin Men. Was sagen unsere Sniper? Haben die Sicht? Du hoffst auf einen und du auch auf einen. Ich schätze, bei dir ist das jemand anderes. Okay, dann können die Sniper gleich mal mit den Schüssen anfangen. Naja, ein normales Snipergewehr macht nicht den großen Schaden. Vielleicht haben wir hier mehr Glück, der hat auch nur 5 HP, das könnte gut ein Kill sein. Und da waren es noch 2 Thin Men. So, jetzt bräuchten wir noch unseren Heavy, vielleicht hier. Und zu guter Letzt packen wir unseren Medic noch hier auf dieser Seite. Unser Scout, der könnte sich hier vorne bewegen. Ja, nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch eine 43, die nehmen wir gleich mal. Der leider noch kein Holo-Targeting, aber sie macht einfach mal den Kill. Und damit haben wir nur noch einen Thin Man in dieser jetzigen Situation übrig. Das ist echt ganz schön. Und jetzt wenig zu befürchten, nur ein Schuss und wir haben alle Leute in voller Deckung. Beziehungsweise, ach nee, beide Sniper haben auch schon Low Profile und sind somit auch in voller Deckung. Ja, mit unserem Assault hier könnten wir noch einen Pistolen-Overwatch machen. Aber warum nicht? Hat leider keine Laserpistole, da uns die in der einen verkackten Exalt-Mission verloren gegangen ist, aber naja, das hat's gar nichts. Es geht beim Overwatchen auch häufig darum, die Aliens einzuschüchtern und sie keine Bewegung machen zu lassen. Na, und da kommen neue Thin Men. Müsste jetzt eigentlich eine Bot Activation sein. Na, ich sehe nichts mehr. Kommt aus eurer Suppe raus. Und da kommt der Pistolenschuss. Und. Oh, naja, gut. Auf die Entfernung, auch mit Gunslinger, ist es dann nicht ganz so einfach. Und da ist die Bot Activation. Eins, zwei. Es sind zwei gesehen. Der Sniper hat Sicht. Eine. Okay. Und was sagt unser anderer Sniper? Vermutlich keine Sicht von dort, ja. Und hier auch nicht.
Ja, ist jetzt ein bisschen blöd hier mit der vollen Deckung, verdeckt sie einiges. Und der Rest des Squads sollte in seiner vollen Deckung bleiben. Vermutlich ziehen wir sonst. Ich nehme jetzt erstmal den Sniper-Schuss, wahrscheinlich ziehe ich dann den Scout etwas zurück. Versuchen wir mal den hier auszuschalten. Und die Animation sieht gut aus. Wir haben wieder einen weniger. Das lässt noch zwei weitere Thinmen übrig, wenn ich richtig gezählt habe. Oder doch nur einen. Jedenfalls haben wir noch den Leader hocken. Und von dem wollen wir uns jetzt gerade nicht erwischen lassen. Den können wir jetzt hier schön in der Overwatch-Falle locken. unsere super Pistole, dem Autolaser, dem Medic und unserer Infanterie. Gucken wir mal, was er jetzt hier gerade für einen Zug drauf hat. Da kommt die Infanterie. Das war aber nicht der Chef, The Man. Also es haben wir jetzt noch zwei gerade, mit denen wir kämpfen. Parkt jetzt irgendwo hier vorne. Vielleicht ist das ein ganz gutes Ziel für die HE-Granate, die ich mitgebracht habe. Ich würde ungern den Lastwagen sprengen. Stehe ich ja selber hinter. Ein bisschen blöd jetzt. Ich will vermeiden, dass er hier gleich um die Ecke guckt. Müssen jetzt schon mal mit unserem Scout die Lage checken, denke ich. Da hocken sie nämlich beide. Wie wäre es denn jetzt mit einer HE? Und dann noch mit einer Shotgun hinterher. Die HE sollte den auf jeden Fall ausschalten und den genug ansoften, dass die Shotgun ihn killen kann. Wenn das nicht klappt, kriegen wir noch jemanden in Position, um den anzugreifen? Könnte ein Flanking-Shot von einem Medic hier hinten sein, ist aber relativ weit. Unsere Sniper sind jetzt gerade keine Hilfe. Könnten das Ganze auch noch mit einem Flashbang entschärfen. Haben wir noch eine zweite dabei? Glaube nicht, oder? Ich will jetzt halt ungern den Scouter eigentlich stehen lassen, beziehungsweise für den Flanking-Shot von der Shotgun muss ich sie dann auch so weit vorziehen, dass sie dann. Wo ist er jetzt? Vielleicht nehmen wir die HE, um den einen auszuschalten. Die Chancen stehen schon gut, dass wir auch beide wirklich killen. Allerdings komme ich da nicht ganz mehr mit ihr hier zum Beispiel, mit ihm und könnte da nicht mehr richtig helfen. Könnte vielleicht noch ein bisschen Overwatch auf die Ecke legen, sodass sie da nicht vorgerannt kommen, aber mein Shotgunner steht dann da eben ziemlich exponiert. Und sollte der Schuss nicht töten, habe ich dann ein Problem. Alternativ HE-Granate und hinterher die Flashbang, um den vollen Thin Man auszuschalten oder ihn so unbrauchbar zu machen, ohne den Shotgunner eben der Gefahr auszusetzen. Die Variante klingt dann doch etwas sicherer für mich, also probieren wir es mal so. So, das lässt ihr den mit 9 HP. Kann jetzt unser Shotgunner einfach mal hier vorne hingehen und ihm eine Flashbang schenken. Den Schuss sollte er eigentlich auch nicht direkt nehmen, da er halt mich selber ein bisschen in Gefahr bringen würde. Vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen mit. Oh, er kann ihn sehen! Ja, das ist ja mal ein Winkel. Jetzt können wir ihn noch suppressen. Und wenn er dann aus seiner Deckung rausläuft, weil er jetzt geflashbangt und flankt ist, dann sollte er eigentlich einen guten Suppression-Shot fressen. Und das erlaubt uns jetzt auch, unser Sniper mal auf die neue Höhe der Map zu bringen. In der sie wesentlich besser aus agieren können, wenn wir dann die nächsten Pots aktivieren sollten. Ja, der Rest kann eigentlich auch so langsam vorrücken. Wir müssen jetzt hier langsam uns leider mit diesen halben Deckungen hier vorne vertraut machen. Du kannst auch nochmal in Overwatch gehen, du auch. Das sollte für Mann hier eigentlich kein Problem sein. Ein achter Crit. Schade, fast.
Da kommt noch ein Reaction Shot. Zwei sogar. Und das war's mit ihm. Sehr schön. Ich die Flashbang gar nicht gebraucht, aber sicher ist sicher. Also gut, Sniper bereiten sich vor. Wir müssen mal nachladen. Mit vielen Leuten aus dem Spot, das werden wir jetzt auch erstmal erledigen hier, bevor wir weiter vorrauschen. Du gehst nun wieder in eine Deckung. Gefällt es mir ein bisschen besser. Ja. Hat man eine blöde Pistole nach. Vielleicht kann man die nochmal gebrauchen, man weiß ja nie. Hätte ich auch lieber eine Deckung parken sollen, aber gut. Laden wir mal alle nach hier. Weitere Thin Man. Wahrscheinlich würde ich jetzt mit ihm vorgehen. Also hier erreiche ich die Deckung, mit ihm erreiche ich die. Mit ihm würde ich da hinkommen. Dann haben wir hier noch. Oh, komme ich mit einem Sprint vor. Und mit einem Scout schaffe ich es bis in die Deckung. Das wäre dann ein ganz guter nächster Zug. Nee, ich traue mich jetzt keinen Schritt vor. Vielleicht haben wir auch noch einen Seeker-Pod, das könnte auch sehr gut sein. So, und jetzt werden wir unsere Bewegung machen. Der General im gewohnten Befehlston. So. Halb, halb, halb. Scout schafft's hierhin. Immer noch keine Activations. Sehr gut. Und unseren Shotgunner parken wir auch hier. Jetzt wäre es schön, wenn wir nochmal hier unten Kontakt kriegen, der sich dann unseren Snipern zeigt. Schauen wir mal, ob wir so glücklich sind. Yep, wunderbar. Kriegen wir gleich ein bisschen Gratis-Schaden, zwei Treffer, sehr gute Overwatch-Aktion. Und vielleicht haben die Sniper gleich auch Sicht. Da kommt noch ein Overwatch-Opportunist. Da waren es nur noch zwei Thin Men. Jetzt werden wir das Ganze mit dem Scout und unseren anderen Truppen hier noch prüfen. Schauen, ob wir noch den letzten entdecken können. Wunderbar. Jetzt können die Sniper. Ach, verdammt. Sind leider beide geblockt, aber gut, der hat sich so hingestellt, dass er leicht geflankt werden kann. Damit sollte eigentlich Futter sein, wenn wir zum Beispiel von hier mit dem Heavy draufgehen. Oh, stimmt, beide geflankt. Dann haben wir noch unseren Scout, der kann auch sich hier beteiligen an den Kills. Hoffentlich folgt jetzt keine weitere Activation, sollte aber nicht. Gut. Also jetzt haben wir schon zwei, drei Flanking Shots. Nehmen wir doch mal den hier am Anfang. Und dann kann hier vielleicht noch unser Scout den anderen Kill kriegen. Sie brauchen nämlich mal ein Level Up. Und unser Shotgun nähert sich langsam unserem VIP, Van Dorn. Die Sniper werden gleich noch, denke ich, gut in Aktion treten können. Wir werden nämlich gleich hier einen Rückzug mit der VIP benötigen und aus der Position heraus sollten sie eigentlich in der Lage sein, den ganz gut decken zu können. Das gleiche gilt hier für den Rest. Ich schätze, das war jetzt auch gerade der letzte Pot auf der Map. Ja, offenbar ist da oben noch einer. Okay, noch mal ein bisschen vorher. Nachladen. Ein schweres Geschütz brauche ich bitte auch hier vorne. Hier bleibt es bei den Steady Weapons. Du kannst auch nochmal nachladen. Und jetzt bin ich eigentlich bereit, runterzugehen.
Und im nächsten Zug dann Dawn zu aktivieren. Vielleicht zeigen sie sich jetzt nochmal von der gegenüberliegenden Seite. Das sind nämlich definitiv noch Thin Men. Würde ich schon gerne aufdecken, bevor wir unseren Rückzug anordnen, weil die dann eben auch angelaufen kommen, glaube ich, sobald ich den Vendoren aktiviert habe. Plus, dass dann eben noch einige spawnen. Beim Sniper stehen ja hinten auch ein bisschen gefährdet. Sollte hier irgendwo ein Thin Man droppen, haben die ein bisschen ein Problem. Ich ziehe mal meinen Medic zurück. Hier hin. Dass der den ein bisschen den Rücken decken kann. Und ich denke, ich ziehe auch noch meinen Scout zurück, sodass der hier Overwatches trippen kann und eben auch weiter die Rückendeckung übernimmt. Heavy Infanterie und Shotgunner bleiben vorne, die decken in die Richtung. Ja, jetzt können wir eigentlich Van Dorn aktivieren. I'm still breathing, but I can't say the same for a lot of my boys. Let's get out of here before any more of those things show up. Er ist einfach cool. Ich habe ihn eigentlich eine Runde zu früh aktiviert. Jetzt habe ich hier vorne noch keine Overwatches mit denen. diese Deckung hier. Ich sollte ihn eigentlich mit Hanker bewegen. Du musst hier gerade mal warten. Brauchen mehr Overwatches und mehr Scharfschützen. Also die beiden hier hätte ich jetzt eigentlich nochmal in den Overwatch setzen sollen, weil ich wahrscheinlich jetzt hier vorne Besuch bekomme. Okay, da drüben. Zwei plus den Pot hier hinten macht vier oder fünf Thin Men. Gut, dass hier hinten nichts passiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier einfach rausrennen kann. Ich sehe die ja von dort nicht, aber von hier unten auf den Parteien könnte das schon ein Problem sein. Steht auch ein bisschen schlecht. Aber er hat definitiv keine Sichtweite zu den Thin Man. Kann er wieder ein bisschen Strecke machen und schafft es nämlich nächste Runde hier hinter den LKW, hoffe ich. Und mit ihr werde ich jetzt einfach mal vorsichtig gucken. Genau. Das war die Idee. Jetzt habe ich doch hier zwei Sniper. Wie sieht es denn bei euch aus? Wunderschöner Headshot. Und wir haben da drüben noch einen gedroppten Thin Man und möglicherweise noch mehr, die allerdings noch versteckt sind. Okay. Jetzt gucken wir mal, was noch vom Himmel kommt und ob die da oben sich bewegen. Ich habe aber eigentlich eine ganz gute. Also kann ich Shotgun ausschalten. Falls er nicht vorher schon gekillt wird. Ja. Eigentlich sind ganz nett, dass sie nicht in meinem Rücken fallen. So, du holst jetzt die Position hier. Ihr macht weiter mit dem, was ihr gerade getan habt. Das lief ganz gut. Die Shotgun kann eigentlich auch erstmal hier unten bleiben. Ich warte immer noch darauf, dass ich den Pot hier oben aktiviere. Hier werden wieder Sniper-Schüsse vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, was noch vom Himmel kommt. It's raining men. Again. Ja, der Pot scheint irgendwie da oben rumzuschleichen, ohne irgendwie Lust zu haben, sich einzumischen. Der dürfte gleich zersiebt werden. Okay, der steht ein bisschen blöd. Der ist tot. Aber dazu haben wir unseren Scout hier hinten mitgenommen. Wir können jetzt Sicht auf den kriegen und eigentlich sollten die Sniper dann in der Lage sein, ihn auszuschalten. Den Overwatch-Shot kann ich eben mit Lightning Reflexes ignorieren. Er hat nicht das Auto angezündet, immer wichtig, auf sowas zu achten. Und jetzt kann ich den vielleicht sogar einfach mit dem Scout schnell ausschalten. Alles klar. So, wo war der andere? Der ist hier zerplatzt, lässt uns nach dem Pot. Und ich dachte eigentlich, hier oben müsste auch noch einer einen Overwatch in der
Thin Man stehen. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Du kannst weiter im Overwatch bleiben. Ihr macht auch weiter, womit ihr gerade angefangen habt. Und Van Dorn kann wieder ein paar Meter schaffen. Jo. Verhalten sich erstaunlich ruhig, muss ich ja sagen. Glaube, ich ziehe mich hier so langsam zurück mit der Shotgun. Was soll's, noch kann ich hier eine Runde campen. Und Van Dorn, der schafft es jetzt mal bis hier hinter den Scout, ist dann in der nächsten Runde weg. So, dann hier kommen jetzt zwei auf der Zone, das wäre schlecht. Dann müsste ich. Ja, ich sollte ein Sniper in der Lage sein, sie zu erreichen. Ich würde den Pot echt gerne noch aufdecken und töten. Keinen weiteren Regen. Aber jetzt zeigt sich nicht. Die Map geht echt nicht so weit, wir müssen irgendwo hier oben rum patrouillieren. Aber gut, wir werden sie ignorieren. Jetzt ist Van Dorn in Sicherheit. Und jetzt muss ich hier die restlichen Aliens töten. Excellent work, Strike One. Wipe out any remaining aliens and come on home. We have a new objective. So. Dafür brauchen wir unseren Scout vorne, um möglicherweise, wenn wir sie aufdecken, die Overwatches triggern. Das heißt, du wartest einfach noch, du auch, und ihr macht eigentlich das gleiche wie die ganzen letzten Runden. Dann sollte die Mission eigentlich ein Klacks sein. Du kannst noch den Rücken decken, ich glaube, da kommen jetzt zwar keine weiteren Aliens mehr vom Himmel, aber sicher ist sicher. Und jetzt schauen wir mal. Wahrscheinlich rennen die da oben echt einfach nur hin und her und zeigen sich einfach nicht auf der Achse. Wir kommen einfach nicht nach vorne, meine ich. Ich denke, mit den beiden hier in der Position, vielleicht ziehe ich die noch runter, dass sie hochschießen können. Sniper können die halt auf jeden Fall sehen, dann, wenn sich gleich näher rangehen sollte. Ist ein bisschen die Frage, wo ich hochgehe. Ich glaube, die Seite gefällt mir ein bisschen besser. Mit dem vollen Cover. Wechsel mal die Seiten hier. Kannst mal nachladen. So, so. Kannst auch nachladen. Das weißt du doch ganz genau, das war das Geräusch von Thin Man. Also, wo ist unser Scout? Kannst du die Position nehmen? Kannst du mal ganz mutig nach vorne preschen. Nimmst dir am besten dieses unerklärliche hohe Cover hier. Sollte eigentlich keine Sichtlinie kriegen, alles klar. Dann ist sie da in der Lage, die nächste Runde hochzugehen. Der Scout kommt auch nach unten und wird sich auf eine ähnliche Route aufmachen. Und der Rest des Squads wird nochmal die Füße stillhalten hier. Gut, alle in Position. Shotgun geht hier hin. Lädt nochmal nach. Jetzt sind wir bereit, in der nächsten Runde da hochzustürmen. Mal zu schauen, was sich da genau aufhält. Ich denke, mit dem Auto sollten wir eigentlich ganz gute Deckung kriegen. Triple, triple, triple. Kleine Thin Man Füße. Jo, wir kommen hin, okay. Ich denke, ich mache gleich einen Run and Gun. Und schauen wir mal, was wir finden.
Drei Thin Men, okay. Oh oh, oh. Das ist schlecht, die haben mich geflankt. Ziemlich hässlich sogar. Clever fuckers. Hätte vielleicht lieber erstmal vorsichtig die Rampe hochgesollt. Wenn ich sie dann schon aufgedeckt hätte, hätte ich ein bisschen besser reagieren können, mich lieber hier hinstellen. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Unser Scout kann auch nicht wirklich helfen an dieser Situation. Jetzt kommt es gerade auf die Sniper an. Die können zum Beispiel, zum Glück können sie die beiden sehen. Jetzt ist die Frage, ob ich sie auch wirklich beide ausschalten kann. Der hier ist nicht so gefährlich. Warte mal, wir hatten hier die wenigste AP, auf den müssen wir mit dem normalen Snipergewehr schießen. Das ist der hier hinten. Das ist leider auch ein Leader. Haben die Jungs hier vorne Sicht? Shit. Ach, was, von da hat er Sicht, oder wie? Ja, immerhin. Das ist schon mal was. Wie sieht's denn mit dir von hier vorne aus? Na, wer sagt's denn? Habe ich ja ein paar Suppressions. Könnten mir den Assault ziemlich retten. Und er selbst hat echt nur Scheißschüsse. Ich nehme da den dann auf den. Fangen wir mal mit den Snipern an. Du schießt auf den vorderen. Der hat die meiste AP. Ja, einen Disabling Shot könnte ich auch machen. 81 ist nicht schlecht. Und dann könnte ich zwei Suppressions auf den anderen legen. 78 ist natürlich auch nicht verkehrt. Er wird auf jeden Fall suppressen. Okay. Dann dem Scout kann ich vielleicht von hier vorne was machen. Ja, Huno hat sie ja eh nicht. Aber ein bisschen Schaden. Wie wär's damit? Schade. Und dann haben wir noch die Shotgun. Unser Medic wird wohl kaum irgendwas Sinnvolles in dieser Runde zustande bringen. Der müsste jetzt erstmal weit nach vorne gehen. Für einen Smoke reicht es auch nicht ganz. Ich denke, ich werde jetzt mit Suppression und dem Disabling Shot arbeiten. Der Disabling Shot hat leider nur eine 81. Aber das wäre schon ziemlich gut, wenn der sitzt. Fangen wir mal damit an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir den hinteren Thin Man einfach mal beschießen. Okay. Dann haben wir noch den zweiten Sniper-Schuss. Der geht auch auf den hinteren Thin Man in der Hoffnung, ihn jetzt auszuschalten. Ja, die 100 ist natürlich auch verlockend. Der hat auch nicht so viel AP. Wenn ich den E-Suppresse, hat der bereits eine Flanke? Ist, glaube ich, nur der hier vorne, der eh nachladen muss. Wenn ich den ausschalte, kann der mich nicht flanken. Mit der Shotgun kann ich dann hier noch so eine 35 mal ausprobieren. Ach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kann ich nämlich die 100 mit dem Sniper nehmen und ich bin aus dem Schneider. Müsste eigentlich genug Schaden sein, um mich zu töten. Yep. Traumhaft. Das habt ihr echt gut gelöst, Jungs. Das habt ihr schön gelöst. Ich bin begeistert. Den könnte ich jetzt zu einem Überfluss noch suppressen oder ich nehme einfach die 45. Oh, musst du nachladen, kleiner Sucker. So, jetzt haben wir hier noch zwei 68er Schüsse. Ich glaube, damit fangen wir gleich mal an. Eins. Und weg ist der Thin Man. Fertig ist die Mission. Wunderbar gelaufen. Ja, perfekt. Ja, schön. So müssen alle Missionen laufen. Ganz schön wenig Beförderung. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Jetzt hat unser Heavy, ah ja. Aus der machen wir mal einen sogenannten Bullet Wizard Build. Also gehe ich hier immer hier auf Flush, dann auf Heat.
um eben hohen Schaden gegen Robotergegner zu kriegen. Wir werden mit ihr mal auf Holo und Shredder gehen und mit ihr eine Art Suppression-Build verfolgen, der sehr viele Debuffs auf die Gegner anwendet. 14 Thinman Corpses und das hier, das war mir ganz sehr wichtig. Jetzt schauen wir mal, wie viel das wirklich gebracht hat. Einen halben Balken oder so, okay. Aber 200 Credits sind nice. Ich kann jetzt bald hier wieder über den beiden Ländern einen Satelliten launchen. Brauchen auch nur noch 2 Tage. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Unsere Aircraft sehen echt beschissen aus. Sind noch, oh Gott, 14 Tage weg. In der Zeit kommen garantiert noch weitere UFOs und die werden uns dann wieder Satellitenjäger auf den Pelz schicken, falls es nicht schon Satellitenjäger sind, falls ich irgendeinen von den Scouts übersehen habe. Um da irgendwie mal die Überhand zu gewinnen, gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich mehr Lasercannons. Dafür fehlen uns die Alloys. Aha. Okay. Die Alloys brauchen wir auch noch dringend für Tech eigentlich. Wir haben jetzt aber ja, den Arc Thrower können wir jedenfalls mal bauen. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ich denke schon. Dann können wir nämlich bald mit dem Alien Capture anfangen und das wäre auch ein guter Fortschritt, den wir da erzielen. 9 Tage. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wie lange das Containment braucht. 12, also das passt ungefähr. Wir verschwenden wir nicht allzu viel Zeit. Die Foundry ist auf dem Weg. Hier wollten wir vielleicht noch mal irgendwann einen Workshop errichten. Ich sehe bei uns gerade nicht das Geld dafür haben. Und in unserer Baracke müssen wir eigentlich auch noch weiter aufstocken. Ich würde ganz gerne so auf 50 Soldaten kommen. Wir sind jetzt immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Privates. Und einen Haufen Specs. Ja, auch nochmal so 5, 6. Und wir haben jetzt Peter Van Dorn. Sehr schön. Jo, den können wir jetzt zum Rocketeer oder zum Gunner machen. Schauen wir mal kurz über unseren Würste drüber. 1, 2, 3, 4 Rocketeers. Das sollte eigentlich locker reichen. 1, 2, 3, 4 Gunner. 5 Gunner haben wir auch. Ist auch schon fast genug. Ich hätte gerne mehr Infanterie. 1, 2, 3, 4. Ja, davon bräuchte ich mehr. Ich hätte gerne mehr Scouts. Sniper habe ich genug. Medics 1, 2, 3, 4 habe ich auch genug. Engineer habe ich 3, das ist okay. Sniper habe ich mehr als genug. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Schauen wir nochmal kurz bei Van Dorn rein. Ich könnte ihn halt hier auch einfach jetzt zu einer random Subclass machen. Ich weiß nicht so genau. Wenn er Medic wird oder so, dann ärgere ich mich, weil er eigentlich keine besonders guten Stats dafür hat. Ah. Okay, er ist ein Grenadier geworden. Das ist okay. Jetzt hat er Zapper, kann ein bisschen mehr Unheil anrichten. Und wir begrüßen unseren vierten Engineer im Squad. Fünften Engineer ist aber okay, die sind durchaus gut, die kann man später zu guten Max machen und da wird es eben auch bald in fast jeder Mission einen Engineer mitnehmen wollen, um mit dem Arc Thrower Aliens zu fangen. Ist das eine ganz feine Sache. Jetzt haben wir noch 100 Credits übrig und die sollten wir irgendwo sinnvoll investieren. Wie sieht es dann mit der Covert Ops Operation aus? Covert Ops aus, die müsste in 6 Tagen kommt die, okay. Ach, fixt. Wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben eine Autopsie. In der Foundry werden wir einiges an Geld ausgeben können, aber auch da brauchen wir die Alloys für viele der wichtigen Techs. Das hier wäre ein mögliches Upgrade. 115 Ranks brauche ich. Wie viel habe ich denn? Steht doch irgendwo, oder? Irgendwo könnte man das einsehen. Ach hier, 79. Oh Gott, da bin ich noch ziemlich weit entfernt. Dass ich das zweite Upgrade für den Squad kriege. Das ist auch nicht schlecht hier. Darauf könnte man ein bisschen sparen. Bräuchte ich noch eine Abduction-Mission oder ähnliches und dann hätte ich es. Könnte mir auch noch weitere Interceptoren schon mal über einem nächsten Kontinent holen.
die ich dann erstmal hier hin und her swappen kann, transferieren kann, sodass ich im Prinzip einen größeren Pool über diesem habe und früher oder später werde ich die auch brauchen. Das wäre angesichts der jetzigen Situation nicht schlecht, aber ich brauche vor allen Dingen Laser-Cannons auf den Jungs. Research braucht noch 4 Tage. Facilities brauche ich gerade keine. Energie habe ich noch genug. Ausheben ist eigentlich auch gerade nicht so richtig nötig. Ich behalte das Geld erstmal. Schauen wir mal, was gleich als nächstes kommt. Sorge, wenn ich jetzt die Satelliten in den Himmel schicke, dass die ohne die Abfangjäger gleich wieder runtergeschossen werden. Bringen wir auch eigentlich erst was, wenn der Monat vorbei ist, also in 10 Tagen oder so, sollte ich die launchen. Woher steht eigentlich nur Gefahr, dass sie neben dem hier dann wieder die anderen runterholen. Und ich habe gerade eben echt Probleme mit der UFO-Situation. 12 Tage. Dann entschärft es sich wieder ein bisschen. Das ist hässlich. Das ist echt hässlich. Beten, dass keine UFOs kommen. Okay, eine Abduction. Schön. Roadway. Ich würde sagen, dann nehmen wir dann noch gleich wieder 2 Sniper mit. Ja. Scheint mal nicht. Dann nehmen wir halt hier einen kleinen Sniper. Oh Gott, 67. Ey, ich trifft doch nichts. Na gut, mal gucken. Ich schau mal hier, was ich für ein Squad zusammenkriege. Müssen die Aim auf jeden Fall so hochkriegen, wie es geht. Und sie dann auf irgendein. Ach Gott, der hat doch nicht mal Low Profile. Naja, sie wird halt mit Squad halt außerhalb der Reichweite stehen müssen und ballern. 5 HP hat sie. Das fürchterliche Stats. Und wir nehmen hier einen Rocketeer mit, um Deckung wegzusprengen. Wir nehmen auch einen Engineer mit. Mal ganz kurz gucken. Okay, die hat Heat Warheads und wir brauchen einen Sergeant Engineer, um eben die Fähigkeit zu unlocken, die uns 3 Charges auf dem Arcturer gibt. Ohne das ist es ein bisschen anstrengend, Aliens zu capturen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal Engineers hochtrainieren. Und damit haben wir jetzt auch einiges an explosiver Feuerpower und Problemlösung dabei. Ich denke, der restliche Squad wird etwas niedrigstufiger ausfallen. Das ist zwar eine Moderate Abduction, aber mit Lieutenant Corporals sollte ich ja eigentlich auskommen. Vielleicht eigentlich kann ich mir keine Privates erlauben in der Mission. Unsere beiden spanischen Raketenschwestern hier, Esperanza. Ja, die brauche ich gerade nicht. Also ein Gunner wäre noch ganz gut. Zum Suppressen. Und dann haben wir noch einen Slot frei. Könnte man jetzt einen Private mitnehmen, theoretisch. Oder ein Spec. Ja, wir nehmen mal ein Private mit. Früher oder später müssen wir die mitnehmen und es wird mit jedem folgenden Tag werden die Missionen nur schwieriger und es wird eben etwas risikoreicher, solche Soldaten dann überhaupt noch mitzunehmen. Sie hat jetzt ein relativ hohes Aiming, deswegen habe ich sie ausgewählt, deswegen kriegt sie jetzt hier auch für das volle Aiming-Programm, damit sie dann zumindest irgendeinen Nutzen hat. Alternativ könnte man ja auch einfach so Granaten oder ein paar Objekte mitgeben, wie ein Battlescanner oder sowas in der Art. Vielleicht checke ich nochmal kurz den Rest des Squads. Unser Rocketeer. Das passt so. Ich brauche erstmal die restlichen Scopes. Ja, die Scopes sind eigentlich auf meinen großen Truppen besser aufgehoben. Deswegen wird unser kleiner Rekrut statt Aiming-Hilfen lieber irgendwelche Granaten kriegen. Zum Beispiel eine AP-Granate für Kills. Und wie zum Beispiel eine HE für Deckung.
Dafür habe ich eigentlich schon den Engineer, kriegt sie stattdessen noch eine Flashbang. So kann sie vielleicht einen garantierten Kill machen, um den Aufstieg zu sichern, den sollte sie aber so oder so von der Mission bekommen. Aber dann kriegt sie vielleicht noch ein bisschen mehr XP. So. Dann haben wir den Gunner, der kriegt das zweite Medkit, wie immer. So. Unser Scout ist mit dem Battle Scanner eigentlich gar nicht so schlecht bedient. Manchmal sind die Roadways ein bisschen trickreich von der Line of Sight und da ist es dann ganz praktisch, wenn man in der Lage ist, mal um die Ecke zu gucken. Ceramic Plating lasse ich bei einem 3 HP Scout auch mal lieber drauf. Die hat schon echt eine Menge Bewegung, das ist eine feine Sache. Dann haben wir die Infanterie, den Engineer. Brauchen wir noch gescheite Waffen, die beiden. Achso, naja, ich habe nur ein Shatteray. Ich bin noch nicht gewillt dafür, Lois aufzubringen, die brauche ich gerade dringend für andere Sachen. Sniper passt so. Okay. Schauen wir uns die Mission an. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war die 30. Episode vom Nachbarschaftskrieg. Mit dem Zählen komme ich manchmal durcheinander, gerade wenn ich mehrere Episoden hintereinander mache. Also, bis bald.